5-Tonnen-Klasse für das Green Monster. Und wenig Freude für einen Superstock-Fahrer. Nur Wasser! Leute, nur Wasser! Ja! Das riecht aber markant hier. Feuer, Rauch und Lärm, irgendwie gehört das zum Traktor-Pulling dazu. Und irgendwie wirkt die Antwort auf die Frage nach der Umweltbelastung wie auswendig gelernt. Wenn Zuschauer ins Fußballstadion fahren, dann blasen sie CO2 hoch. Wenn diese Begleitfahrzeuge bei der Tour de France fahren, fahren sie das CO2 hoch. Und wir fahren es halt mal hier ein bisschen in die Luft innerhalb von 8 Sekunden. Was soll das? Wir könnten auch am Bodensee runterfahren, hätten wir mehr verblasen. Man kann, man muss nicht zustimmen. Dafür sind alle zum Anfassen, auch die Stars. Was sind wir? Stars. Aber ich denke, für so kleine Besucher wie gerade, denke ich mal schon, dass das so ein bisschen Dinge sind, weil es ist ja auch ein lukrativer Sport, sage ich jetzt mal, auch so kleine Kinder. Ja, laut, Sound, Motor, könnte ich mir schon vorstellen. Fahrt ihr nochmal? Ist auch gut geworden. Dann wünsche ich euch viel Glück. Zum letzten Mal heute auf der Waage. Der jetzt mit 3 Motoren ausgestattete Green Fighter. Nur der Juniorchef muss seinen Platz noch für den Vater räumen. Dann kann's losgehen in der schwersten Klasse. 4,5 Tonnen, Königsdisziplin. Ja, normalerweise bin ich hier wie heute Morgen, der Trecker anzufängt, zu schmieren. Die Bahn ist wesentlich besser geworden, also bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Zuerst aber legt ein alter Bekannter vor, 3 Turbinen Ivan, der zum Schrecken des Münsterlandes wird. Das ist der Wahnsinn! Ich glaube, das war ein beeindruckender Bull. Heiter, ja. Ivan, auch in der Königsklasse im Finale. Dann der große Favorit. Green Spirit aus Belgien, mit Rolls-Royce-Bombermotoren, auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Klang wie Musik, sagen sie hier. Eine Leistung aber, die nicht fürs Finale reicht. Jetzt muss Heinz-Josef Hörstkamp zeigen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Vor über 30 Jahren hat er seinen ersten Trecker gebaut. Jetzt ist sein Heimspiel in Fürchtorf das einzige Rennen im Jahr, das er noch fährt. Ansonsten lässt er den Jungen den Vortritt. 80 Liter Methanol frisst der Green Fighter übrigens auf 100 Metern, macht schlanke 8000 Liter pro 100 Kilometern. Aber wer will die schon fahren? Das ist der Wahnsinn! Hör sie! War schon in Ordnung, aber hat ganz schön am Ende ein bisschen rumgesprungen. Ist nicht so schön für den Trecker, aber ist okay. Wir haben voll Pull und sind dabei vorne. Sieht schon den Rennen, aber so abwarten. Ich will euch hören! Einen riesen Applaus! Finale! Ivan muss vorlegen. Und macht das nicht schlecht. Die Fahne wird gehoben, das Zeichen für den, na klar, Full Pull. 101,31 Full Pull! Letzte Tipps vom Sohn. Also, was er schön gerade ist, wenn du bremsen musst, also ich lasse meist immer erst ein bisschen kommen. Nicht versuchen, in der Mitte zu halten. Also die Fahne muss kommen. 101,31 Meter sind zu schlagen. Traktorpulling ist auch Teamarbeit. So, Sprit an, los. Ist los, alles gut. Hey, gut. Zündung ist an. Alle Schalter nach oben, alle 3. Köpfe, Gas. We'll be right back.
reicht nicht. Aber er hat den Helm abgenommen. Liebes Publikum, wo ist der Applaus für Hans-Josef Hörskamp? Und der Green Fighter. Und es sind genau 16 Zentimeter. 16 Zentimeter fehlen. 16 Zentimeter. Hans-Josef, 16 Zentimeter fehlen. Ganz ehrlich, von der Fahne hätte ich gesagt, er wäre weiter gewesen. Aber du. Es ist der Wahnsinn. Na gut, 16 cm, was macht das hier vorne aus? Hä? Du kannst ja den Bremswagen hier auf 16 cm stellen. Du hast ihn geschlagen, Vater hat gegen den Ivan verloren. Ist ihm das nochmal aufs Brot beim Abendessen? Wenn es passt. Ich hätte gerne ein bisschen weitergefahren, ist klar. Aber man muss auch gut verlieren können. Dann brauchen wir den Sport nicht machen, ganz klar. Es war ein denkwürdiges Wochenende in Fürchdorf, irgendwo im Münsterland. Und nächstes Jahr ist wieder Traktorpulling.